Und der erste FC Saarbrücken kann den Spielaufbau der Frankfurter sofort unterbinden und macht es schnell hoch und weit in die Zentrale. Da ist Mendler, der steckt durch auf Jakob, halb links im Strafraum schon, legt quer, aber da ist keiner. Schnittstelle, wo keiner war. Schade, aber schön bis dahin an der Eckfahne durchgespielt. Körpereinsatz, schöner Pass von Zelle auf die linke Seite. Prima gemacht, Grün-Goetika. Viel Platz, die Flanke kommt rein. Möglichkeit, Möglichkeit. Oh, Riesenchance für Saarbrücken. Holz das war das. Holz aus der, nee, Jakob war es, aus dem Hinterhalt. Deswegen kein Tor durch Jürcher, weil ganz nah am Kopfball noch einer dran war. Und jetzt haben sie ganz schnell das Mittelfeld überbrückt mit der Nummer 17. Der ist schon im Strafraum, schießt über den Kasten und es gibt nochmal Eckball, weil mit den Fingerspitzen noch Batz dran war. Und der Kessel geht ja hin. Ja, eben nicht, dreht wieder ab, geht wieder an den kurzen Pfosten. Aber hinten wartet Mendler im Rückraum, der könnte es vielleicht machen. Warte mal ab, nee, der Ball kommt gefährlich in den Fünfer rein. Ja. Ball! Und da fehlen nur 20, 30 Zentimeter, geht ein bisschen in Rücklage. Kopfball von Marco Holz, der leider auch nicht den Weg in die Maschen gefunden hat. Aus ganz kurzer Distanz, vielleicht ein bisschen zu kurz. Und das ist Mendler, sich ein, holt dem Kapitän den Fuß vom Ball, legt dann rein zu Jurcha und der scheitert leider am Torwart. Aber es geht weiter. Jurcha versucht es nochmal, dann trifft er den Ball nicht richtig im Nachfassen. Und Chance erstmal vorbei. Auch da zumindest eine Chance zu buchen. Und es steht nach wie vor 0:0. Schöner Einsatz von Mendler. Er kommt langsam ins Rollen. Und dann wieder so ein schwacher Pass. Da will er diagonal spielen auf Ungutica und trifft genau die Füße seines Gegners. Und die kombinieren jetzt durch mit der Nummer 7. Und da muss Batz schon ganz schnell nach unten. Dann kann der Schiedsrichter das pfeifen, aber das tut er nicht. Und jetzt der Ball vorne gelandet. Jakob aus der zweiten Reihe. Der ist drin aus der zweiten Reihe. Super. 20, 22 Meter. Volley lässt ihn einmal am Rasen auftropfen. Dann nimmt er Maß und haut das Ding oben rechts in den Winkel. Senkt sich schön rein. Aus dem Nichts dieser Treffer gefallen. Ja, 1:0 für den ersten FC Saarbrücken. Da komme ich gar nicht zum Jubeln, so überrascht bin ich. Aber das wird gegeben, natürlich das Tor. Jakob schön Maß genommen und er hat ganz genau gepasst. 1:0 FCS. Wunderbar, Sven. Mal den Fuß lang. Genau auf Jurcha. Doppelpass. Mendler nochmal vorbei. Sehr schön auf Jakob rechts außen gespielt. In der Mitte wartet Jurcha. Aber Jakob macht das prima. Auf Mendler abgelegt. Und er bringt das an den langen Pfosten. Da wartet Bungudika. Ja, das ganz knapp vorbei. Ganz, ganz knapp geht der vorbei. Da haben wir auch den Torschrei schon auf den. Jetzt geht es weiter. Das ist der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Pokal. Ich glaube, Elfmeterschießen war es damals sogar. Warten wir mal ab. Ach, schade, war eigentlich ein guter Konter gestartet über Jurich, aber dann läuft einer leider am Ball vorbei. Zellner versucht sich das Leder wieder zu machen, macht er auch. Unseren Jakob und Jurich tankt sich dagegen alle durch. Schön macht er das, hat aber noch vier gegen sich. Laufen aber einige mit. Jetzt lässt er den einen austanzen wieder. Kein Abseits! Das muss es sein! Ja! Tor! Klasse von Jurcha durchgesteckt. Ja, Jakob. Und diesmal 2:0. Behält Jakob die Nerven alleine vom Tor. Hinter alle warten auf Abseits, aber es war kein Abseits. Jedenfalls nicht von Jakob. Vielleicht am verlängerten, bis ein paar Meter weiter stand einer in der verbotenen Zone. Aber der griff aus 10 Metern Entfernung überhaupt nicht in das Spiel ein. Vielleicht haben die Frankfurter damit gerechnet. Aber nein, Jakob völlig mustergültig und fair bedient, dreht sich um, hat den Torhüter vor sich und nagelt das Ding diesmal links oben ins Eck zum 2:0. Ganz wichtig zu diesem 2:0 in der 48. Spielminute, kurz nach Anpfiff. Also, das haben wir uns noch gewünscht in der Halbzeitpause, lieber Sven. Jetzt möglichst bald einen Treffer nachlegen, 2:0 und ein bisschen mehr. Ja, Minute weiß ich jetzt gerade eben nicht, weil 5:2 die Ecken angezeigt sind. Von der rechten Seite kommt die Ecke rein und da ist er drin. Ich hab es gerochen und sie jammern da weiter, die Frankfurter, weiß ich nicht, was da weiter zu lamentieren geht. Es lag in der Luft, dieser Anschlusstreffer meiner Meinung nach. Und bums, rappelt es da hinten auch mit einem Flankenschlag. Und jetzt sind wir nämlich wieder weiter gefordert. Nur noch 2:1 für Saarbrücken, müssen ein bisschen mehr jetzt wieder aufpassen. Ja, einfach nochmal den Druck ein bisschen erhöhen. 10 von Karl hat den erobert.
und wechselt die Seite. Das ist aber nicht genau genug. Da steht einer. Aber der macht einen Fehler. Und da ist Jakob. Oh nein, das gibt's doch nicht, Chance. Aus drei Metern nicht getroffen. Das gibt es doch nicht. Das muss das 3:1 sein. Da gerät er ein bisschen in Rücklage.